Ich empfehle dir heute das Buch meiner Freundin Christina Ditzun, Als der Schmerz aufhörte, die Seele zu essen. Das hat mir Christina mit Widmung geschenkt und ich fand es absolut spannend. Es ist sozusagen ihre Biografie, wie sie frei wurde, wie sie eine schwere Krankheit überwunden hat, die sie jahrzehntelang versteckt hat vor anderen Menschen. Selbst die, die ihr nahe standen, haben das nicht bemerkt. Und das ist sehr berührend, wie sie das geschrieben hat, vor allen Dingen so detailgetreu. Und natürlich auch, wie viel sie gelernt hat, was sie geleistet hat. Das ist Wahnsinn. Dieses Buch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Kann ich ohne Brille nicht sehen. Knapp 300 Seiten. Ist auch egal. Jedenfalls dieses Buch empfehle ich dir zu lesen. Wenn du auch Probleme hast, die du überwinden möchtest, oder auch wenn du Interesse hast an anderen Menschen, das ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ich wünsche dir bei der Lektüre sehr viel Spaß. Wenn euch diese Buchempfehlung gefallen hat, dann schenkt mir ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss, hier war Roswitha Uhde aus Berlin.